Hallo, meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von André Marx die drei Fragezeichen im Wald der Gefahren vorstellen. Das Buch hat von mir 2,5 Sterne bekommen. Ja, die drei Fragezeichen sind von Rocky Beach nach Rocky Mountains unterwegs, um dort ein Wanderwochenende zu machen, Und schon gleich am Anfang stellt sich raus, es wird nicht so, wie es sein wird, weil die drei Fragezeichen lernen da noch andere kennen, den Simon, den Dylan, eine andere Frau lernen sie kennen und dann kommt noch ein Mr. Abington daher und der ist ihnen schon von Anfang an nicht geheuer. Ja, dann passiert in der Nacht was, der diese Wandergruppe anführt, so, der stolpert mitten in der Nacht über ein Stolperdraht, weil was gehört worden ist, ich verrate jetzt nicht so viel. Und deswegen stolpert er und verstaucht sich das Bein, auf jeden Fall den Knöchel. Und somit übernimmt das die Freundin, dass die drei Fragezeichen mit der Wandergruppe eben wandern gehen kann. Und ja, als ob das noch nicht genug wäre, es passiert noch viel, viel mehr. Es passiert was, was ich von André Marx bisher nicht her gewohnt bin, obwohl ich sagen kann, okay, wenn man sich wirklich nicht auskennt, dass das sowas schon mal passieren kann. Betrifft vor allem Peter Shaw. Peter, der arme Peter. Und ja, wie es jetzt wirklich ausgeht, ob sie im Wald der Gefahren jetzt überleben oder nicht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Was harmlos beginnt, wird zum Kampf ums nackte Überleben. Puh. Ja. Das Buch, es war sehr interessant zu lesen, aber es war wirklich so, ich weiß, ich kann es nicht in Worte fassen, also ich hab's gerne gelesen, aber die Aufklärung des Falles war nicht meins. Es passiert schon sehr viel, vor allem, ich habe ja gesagt, was da mit Peter passiert, oha. Also das habe ich wirklich, ich habe viele Bücher gelesen von den drei Fragezeichen und habe mir so gedacht, oha. Oha, habe ich mir gedacht. Und ja, natürlich ist in so einem Wald kann man auch mit Bären rechnen oder halt einem Bach, der zu einem reißenden Fluss wird. Und bin ich echt nicht gewohnt von André Marx. Und vielleicht war das halt deswegen so ein bisschen, dass ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit hatte. Aber okay. Jeder hat einen anderen Lesegeschmack und bei meinen drei Fragezeichenbüchern ist das meistens so, dass entweder mag ich es, kriegen drei Sterne oder halt es ist unglaublich gut oder nicht sehr gut. Naja, das war's und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!